Load Campaign. Wir haben inzwischen eine Duffcool Campaign. Die spielen wir aber heute nicht. Ich habe nochmal eine Kampagne angefangen. Außerhalb des Let's Plays. So, wir haben wenig Geld. Wir haben einen Egon. Was wollen wir denn mit dir machen? Wofür habe ich dich? Du warst übel teuer und du bist nicht mal gut. Alter. So wie ich das zumindest sehe. Der hat viel Fatigue. Stimmt, das sollte, glaube ich, ein Tank werden. Ein Battleforge-Tank. Und er hat relativ viel HP, weil er noch keinen einzigen Perk hat. Ich glaube, genau deswegen habe ich ihn genommen. Einfach nur als Battleforge-Tank. Okay. Hallo? Wieso kann ich das mit... Ach so. Ich bin doof. Ich muss halt rechtsklicken und nicht Steuerung rechtsklicken. So. Die ist ganz schön episch, die Musik, die neue. Achso, und er ist loyal, genau. Und dann haben wir Felix Egon. Felix Xan Thousandcuts, Sotilux, der sieht inzwischen auch awesome aus. Danjushka, Rotfeder. Sono Dritter. Sonix, Ben, Sacred und Rawn. Drawn mit dem Brain Damage, wodurch er unfassbar viel. Er kommt auf über 100, wenn wir jetzt noch hier Resolve skillen. Hier Quatsch, da, Resolve, Fortified Mind. Kommt der an die 100 ran. Das ist so krass. Einfach weil er hier 15% Resolve kriegt. Hat zwar keine Initiative mehr, aber er hat ja auch keinen Dodge, von daher ist das nicht ganz so schlimm. Er soll halt nicht im Frontline stehen. Genau, dann müssen wir dich halt mal benennen, ne? Wobei ich würde sagen, wir benennen erst auf Level 2. Man muss sich das verdienen und Level 1er sterben einem zu schnell weg. Level 2er werden benannt. Ja. Und wir haben gefühlt viele Leute vom Level ab, wobei, ja. Wir haben damit, glaube ich, ne, wir haben keinen volles Server-Perk, wir haben einen 11er-Perk, wir könnten also noch neue Leute aufnehmen. Wir haben zwei Rangies. Wir könnten schauen, ob wir noch einen Backliner nehmen. Aber ich glaube, wir brauchen eher noch ein paar Leute, die richtig gut tanken können. Immer noch ein bisschen blöd, dass wir dich halt auf Melee-Skill so viel gemacht haben. Aber dafür machst du halt only Damage aus der zweiten Reihe. Haben wir halt auch keinen Defense geskillt. Und du hast hier sowieso, Defense ist ja sowieso eine Katastrophe bei dir. Ja. Von daher bist du mit der Verletzung eh nur noch in der zweiten Reihe zu gebrauchen. Brain Damage. Du hattest minus Hitpoints, Felix. Dich müssen wir theoretisch irgendwann mal ersetzen. Wir haben auf jeden Fall sau viele Leute, die ganz gut treffen mit an die 70 oder über 70 Hitpoints. Hitchance. Du solltest, glaube ich, auch mehr HP und Fatigue gehen. Und Defense dann logischerweise. Aber das ist halt auch 64, 65, 70. Also treffen sollte eigentlich nicht unser Problem sein. Vor allen Dingen, hat er eine Schwert Mastery? Der hat keine Schwert Mastery. Warum hast du ein Schwert? Du musst kein Schwert haben mit 70er Skill. Ich meine, das macht es zuverlässiger. Aber... Wir könnten jetzt manchmal auch einen Pflege geben. Das macht 35 bis 40. Das ist halt einfach effektiver und macht auf Köppe und so. So, du. Vor allem, du hast nicht mal das beste Schwert. Es gibt ja gar keinen Sinn. Warum habe ich das getan? Wir haben schon drei Leute mit den entsprechenden Schwertern. Hast du einen Schwert-Perk? Nee, du hast den Wurf-Perk. Das war auch ein Shit-Schwert, wenn dann. Bin irritiert. Ich glaube, ich. Oder Military Pick. Gegen Rüstungen. Gegen irgendwie so Viecher, die fette Rüstung haben. Das ist, glaube ich, auch ziemlich geil. Die brauchen wir halt auf jeden Fall.
Die wollte man, glaube ich, zum Nimble machen, ne? Ja, ich wollte man zum Nimble machen, deswegen musst du irgendwann auch leichte Rüstung tragen. Ich könnte dich dann sogar zum Zweihand-Nimble machen mit dem Melee-Skill. Also noch nicht, aber irgendwann vielleicht. Aber du bist schon Level 4 und hast fast nichts davon. 12. Weil du Dodge auch schon hast. Also eigentlich wollen wir dich gar nicht so fett zupacken. Du brauchst Initiative. Minus 5, minus 8. Moment, minus 10 kann er schon haben. Hier, die kann er anziehen. Für Nimble dann. Kettenrüstung. Ach ne, Moment, mehr als Schild ja auch noch. Minus 10. Uch. Uch. Ja, dann wäre halt Zweihand schon geiler. Wenn er Nimble nehmen will, dann hat man hier genau die minus 15 für Nimble. Ja. Und kein Schild. Was denn? Das Schild zieht doch rein, ne? Hitpoints lowered expansion by a total penalty to maximum fatigue from body and head armor above 15. Ne, dann brauchst du auf jeden Fall ein Schild. Schild zählt nicht mit rein. Okay. Dann so. Oder halt einen fetteren Helm. 9. 9 ist halt direkt so viel fetter. Ein 7er wäre, glaube ich, gut. Da könnte man die nehmen und einen 7er Helm. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall XP. Was haben wir hier? Kill Marauding Greenskins around Westholz. Greenskins sind Orks. Wir haben im Prinzip kein Geld. Und hier sind 14er Kohle. Boah. Bäh. Eklig. Ich glaube, bei den billigeren Sachen ist das nicht so relevant. Wie dem Shit hier. Können wir, glaube ich, einfach trotzdem verkaufen. Aber bei denen jetzt zum Beispiel macht das schon einen Unterschied, wo wir die verkaufen. Und die Handgun. Bei dem hier nicht. Nicht so wirklich. Das ist ja kacke. Wir könnten hier Hunde mitnehmen. Dann beginnt es aber mit der Kohle. Wir haben nur 3 Tage. Wir müssen auf jeden Fall den nächsten. Westholz ist ein bisschen weit weg, oder? Ja, das ist nämlich hier drüben. Das schaffen wir nie rechtzeitig. Wir müssen nach Sandkai oder so gehen, um uns Missionen zu holen. Oder Sandvik oder Grafenhafen. Von daher würde ich, glaube ich, hier nichts erstmal ausgeben. Essen. Boah. Wir haben auch keine Tools mehr, Alter. Das ist so eine Katastrophe. Guten Morgen, Sono. Einen wunderschönen. Oh, wir halten das gerade. Ha. Gehen wir mal nach Sandvik, würde ich sagen. Gucken wir, was dort abgeht. Wie geht's dir, Sono? Wie war deine Woche? Gibt's irgendwas Schönes Neues? Ich habe mir zum Beispiel neue Unterhosen gekauft. Schöne Grüße von Lumi gestern um 2 oder so. Nice, Moment, wie laufen wir denn jetzt? The fuck? Wir laufen nicht hier rum, wir laufen hier rum. Das soll kürzer sein. 30 Axis Encampment. Aha. Na dann, schöne Grüße zurück, Sono. You need to be paid more for this. Macht 20 mehr aus. Follow the tracks in that return. Das sollte machbar sein. Das sind meistens nur ein paar Bandits. Hab wieder angefangen, Monster Hunter Rise zu zocken. Soweit alles gut. Wie geht's dann unter? Stimmt, ich wollte sagen, ich habe mir neue lange Unterhosen gekauft. Funktionsunterhosen. Das fühlt mich voll sexy, weil ich habe jetzt Tarnmuster lange Unterhosen. So richtig wie die. Wie die Twitch-Bitches oder Gym-Bitches, ne? Wie die ihre geilen Yoga-Pants haben mit Muster, das habe ich jetzt auch. Ich ziehe es so nicht alleine an, aber ich habe das jetzt auch. Ja, natürlich lange Unterhosen. Ich habe die jetzt gerade an, weil mir einmal arschkalt ist. Ich habe ständig lange Unterhosen an.
Da, Thieves. Thieves sollten machbar sein. Was ist das? Marksman, Raiders. Ja, das ist völlig machbar. Gehören hier übrigens, nee, die gehören nicht dazu. Der hat nämlich ein Wolfsding und das hier ist ein Bärending. To Arms. So, dann halt einfach ein paar Dudes. Let's go. Oh, ja. Hier ist eine Engstelle, ne? Weil das Wasser, da willst du nicht drin sitzen, weil das gibt dir Minus-Skill. So, du bist gerade, du sitzt sogar gerade im Wasser. Aegon ist an einer guten Stelle. Wir warten einfach mal mit unseren Rangies. Ich glaube, wir sollten die besseren Optionen haben. Oh, what? Aua. Der tat echt weh. Hat er mal Xana ins Gesicht gekriegt, ey. Wir können hier ransteppen und den direkt angehen. Würde ich, glaube ich, auch so machen. Moment, wir warten, bis alle rangesteppt sind. Du hast kein Schild mehr. Ja, Xand, ich muss mal kurz ein bisschen rauslassen, ehrlich gesagt. Aegon, macht mal den da. Eigentlich würde ich gerne mal eine Runde schießen, bevor ich mit dem wirklich ranlaufe. Stell uns mal vor Xan. Den will ich ja eh ein bisschen rauslassen. 60, schade. Nura 60. Wir können hier werfen über den. 54, 17, 13, 41. Werfen ihm ein bisschen ins Gesicht mit der Nyushka. Können wir hier noch einen Step ranmachen? Nice. Das sieht doch alles ziemlich nice aus hier insgesamt. Der ist schon raus. Geil. Jetzt können wir mit ihm nicht wirklich weiter steppen. Du bist eigentlich das Gefährlichere, aber du stehst davor. Deswegen schießen wir wohl erstmal auf dich. Jawohl. Direkt noch ein. Nee, dich will ich da vorne nicht haben. Muss ich dich verbinden? Nee. Hast du noch nie. Also, du bist doch in Österreich. Du bist doch in den Bergen. Benutzt du keine langen Unterhosen? Kann mir gar nicht vorstellen. Das ist doch einfach. What? So gut. Natürlich nicht. What? Warum nicht? Das ist einfach awesome. Oh oh. Problem. Nur über Nacht das Fenster auf, damit es schön kalt ist. 72 auf den. Dann. 72 auf den. Let's go. Aua! Lass dir mal meine schönen 67. Die dahinter getroffen. Geil. Warte das nochmal einen Moment. 53, da bin ich nicht so happy drüber, ey. 75, komm schon. Stech ihn ab, jawohl, damit er keinen Bock mehr hat. Jawohl. Also ich lüfte. Ich hab früher auch hier mit offenem Fenster geschlafen, so rum. Inzwischen ist es aber eher ein Lüften nachts und kein, ich lasse die Fenster mit, also vor dem Schlafen gehen lüftig und nach dem sozusagen, den, vor dem wirklich Schlafen mache ich es wieder zu. Aber früher habe ich das tatsächlich auch so gemacht mit dem komplett Lüften die ganze Zeit. 71 nicht treffen, ne, so eine Frechheit bei einer 91. Jetzt steht ihr mir alle hier im Weg, ne, dem Sotilux. Da komme ich nicht mehr hin. Weil es 3 AP kostet. Nehmen wir den mal raus. Geil, da hast du keinen Bock mehr. Bist aber trotzdem direkt dran. Fett. Und du machst noch einen Step nach vorne. Oh, Xan geht jetzt immer dahin. Du hast noch ein Schild.
Demnach gehst du mal hier hin. Ich hoffe, dass ich nicht wieder mit Sono zu weit vorgehe hier. Was denn du da drüben? Bist du dir sicher, dass du da hin willst? Ich bin mir das an deiner Stelle nämlich nicht so sicher. Also ich mag es halt kalt tatsächlich nur. Wenn es um mein Gesicht geht, mehr oder weniger. Ansonsten finde ich kalt nicht ganz so geil. Geil, Xan schneidet nochmal ein bisschen auf. Xan ist richtig ein Aufschneider. Da können wir mal den in den Nahkampf verwickeln, darf ihn nicht mehr schießen, das ist auch gut. Oh, jetzt können wir die Leute einfach. Aber wir können hier in den Nahkampf gehen, glaube ich. Zack. Mit denen nochmal, dass der möglichst wenig macht. Peaks. So, schön umstellen. Wir könnten sie eigentlich jetzt abdolchen. Du hast ihn durch. Für den extra Loot. Die können theoretisch noch laufen hier in dem komischen Wasser, aber ich glaube, das sollte man nicht machen. Insgesamt. Du hast auch einen Dolch. Dolch sie ab. Oh, dammit. Irgendwie, ich habe Hogwarts Legacy überhaupt nicht gespielt, von daher würde ich mich da eine Meinung enthalten. Mich interessiert es einfach nicht. Das ist, glaube ich, das die ehrlichste Antwort. Mich interessiert es einfach gar nicht. Oh, wieder meinen eigenen Leuten in den Rücken geschossen. Ups. Eis, abgedolcht. Hallihallo, Thor. Na, was geht? Wunderschönen guten Morgen. Hast du doch mal in deinen Chat geguckt? Ist jetzt nichts Neues, hat man alles schon irgendwo gesehen. Das kommt vielleicht noch hinzu. Ich habe keine Ahnung von Hogwarts Legacy. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, ich habe gesehen, dass die Bewertungen ganz gut sind. Ich weiß um die Problematik des Spiels, sage ich mal. Aber es interessiert mich einfach gar nicht. Deswegen. Whatever. Ich nehme bei allen den Dolch, weil der Dolch hat eine Fähigkeit. Moment. Ich zeig's dir bei jemandem, der das hat. Nein, du sollst ja nicht mehr. Und du kannst nachladen, du brauchst auch nicht mehr. Der hat eine Fähigkeit, womit ich Rüstung komplett ignorieren kann. Und das Vorteil ist, wenn ich die Rüstung vom Gegner nicht beschädige, habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, die Rüstung zu looten und die dann verkaufen zu können. Also AAA-Spiel, Kack-Release, außer selten Ausnahmen. 75% haben wir vom Sportstream erreicht. Nice. Und wenn ich das halt dann... Ja, es erhöht einfach ein bisschen die Wahrscheinlichkeit zu looten. Das alles. Also ich habe die jetzt schon angekratzt, kann sein, also hier zum Beispiel den Helm, auch wenn er nichts wert ist, aber den Helm könnte ich von ihm kriegen. Einfach generell, um ein bisschen mehr Loot zu erhöhen. Oder Loot-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, besser gesagt. Das ist alles. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nur in die Richtung. Dich brauchen wir eigentlich nur, um dich näher heranzustellen. Da
Dark and Darker gespielt. Ich hab's mir angeguckt bei Peatsmeet und ich hab's, glaube ich, vorher schon mal irgendwo gesehen. Die Idee ist, glaube ich, cool. Das Problem daran ist für mich wieder, dass es ein Multiplayer-Ding ist und dass es irgendwelche übelsten Cracks geben wird, die mich komplett rund machen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen XP mitgenommen. So, bei den Waffen ist es genauso. Wenn der Gegner weniger zuschlägt, kriegen wir die Waffen eher. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar Helme und Rüstung gekriegt. Noch einen guten Crossbow. Ein paar Dolche. Ja, alles, was man halt so ein bisschen verkaufen kann. Ich kann noch mal kurz hier reingucken in die Gameplay-Option, weil ich glaube, Auto-End-Turns kann ich schon machen. Wenn man gar nichts mehr tun kann, beendet er damit automatisch den Zug. Ja, Fast AI-Movement will ich nicht haben, weil dann kriege ich irgendwie nicht mit, was da passiert. Hab's gar nicht, hab extra dazu nichts dazu geschaut und warte lieber ein bis zwei Wochen und so und hol es mir dann vielleicht. Ja, ich glaube, auf dem PC hat's auch ein paar Probleme, so wie ich das verstanden habe. Also, da ist es wohl wirklich nicht ganz so gut und ich glaube, wir killen jetzt die Ambition. Die werde ich nicht mehr, die werde ich nicht machen. Die ist mir jetzt weg damit. Hä? Yes. Ist immer noch da. Okay. Wahrscheinlich kriege ich gleich eine Meldung. Ambition schief gegangen. So, ich werde jetzt mal nach Grafenhafen gehen wahrscheinlich und gucken, was da abgeht. Bei den neuen Sachen, die wir jetzt bekommen haben, wollen wir vor allem auf jeden Fall das hier reparieren. Du bist ganz gut was wert. Bei einer Rüstung brauchen wir dich, glaube ich, nicht reparieren. So krass wertvoll sind die Rüstungen nicht und wir haben genug 110er Rüstung aktuell. Deswegen will ich die mal nicht reparieren. Sondern einfach verkaufen. Weil niedrige Supplies und so. Oh, hier ist eine Furt. Okay. Man kann also ein bisschen schwimmen. Also, ja. Mir ist einfach Open World, Singleplayer, Rollenspiel. Auch wenn es ganz nett ist. Vielleicht irgendwann mal, aber aktuell gerade nicht. Buying items for 5% more. Wie ist denn dann hier der Kaufstand? Wir sind bei 20. Das sieht doch ganz gut aus. Dann kann ich hier mal den ganzen Kram, den ich von den Orks habe, loswerden. Und auf jeden Fall auch eine Handcannon. Weil die brauchen wir dann nicht. Die Spitzhacke brauchen wir nicht. Ich glaube, so viele Cruel-Feichhorns brauchen wir eigentlich auch nicht. Die können wir raushauen. Und ich glaube, die auch, weil die halt so wertvoll sind sie nicht. Die billigen Rüstungen natürlich. Die wir jetzt nebenbei mitgelootet haben. So viele Schwerter. Kann ich denn bei euch Tools and Supplies kaufen? Nee, kann ich nicht. Alles nur das nicht, okay. Kann man, sollte man nicht machen, bei euch Tools and Supplies kaufen. Gut. Aber wir haben jetzt wieder erstmal ordentlich Kohle durch den Verkauf. Ja, wir verkaufen halt auf, also 25% Aufschlag ist gerade. Was gibt's hier? Need to be paid more per head. We arrive, 19 kommt per head. You arrive with and you pay for up to 25 heads. Escort Counter Hallheim, 4 days to the north. Das ist, glaube ich, am Arsch der Welt. Yo. Einfach die ganze Map hochfahren. Ihr könnt mich mal. Was ist das? Deliver a cargo to Wander Himmelsdorf. Das können wir machen. Das ist okay. In die Richtung wollen wir sowieso. Dann gehen wir nochmal einen aus, damit die Leute gute Laune haben. Im Tempel könnten wir 2 bis 4 Tage, wahrscheinlich wäre das schon ganz gut. Minus Fatigue, minus Skill, Pierced Arm, 2 bis 4 Tage. Behandeln wir mal die Leute. Außerdem, ich war gestern am Überlegen, ob ich es mir hole, aber ich
denke, dass ich es nicht hole, eventuell, wenn es irgendwann mal im Angebot ist. Ja, also ich habe mir wirklich nichts davon angeguckt. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass es halt... Sie haben sozusagen den Schulalltag verkürzt. Sagen wir mal spielmechanisch verkürzt, ne? Weil du fängst ja mit 15 an, statt mit 10. Also die ersten 4 Jahre überspringst du, in Anführungszeichen, oder holst du dann in einem Jahr nach. Was ich für mich nicht ganz... Habe ich nicht das Gefühl, dass das geht, weil ich ja nicht so belege an meine Schule. Angenommen, ich würde in der 5. Klasse anfangen, Klasse 1 bis 4 zu wiederholen. Was soll ich denn in der 5. Klasse lernen? Das baut ja alles aufeinander auf. Also wäre ja bei einer Zaubererschule genauso. Das ist für mich ein bisschen unlogisch in der Immersion, sage ich mal. Ja. Aber vielleicht bin ich da einfach zu kritisch. Retired Soldier will ich nicht haben. Ich habe zu wenig HP. Was bist du? Ein Refugee. Refugees lack the conviction to fight for their homes, but they are used too long in exhausting travels by now. Die haben halt keinen Resolve. Das ist halt shit. Any raider that survived so far will have some expertise in fighting. Die sind echt gute Fighter und können ganz gut dodgen. Die HP sind durchschnittlich. Resolve ist ein bisschen niedrig. Dafür ist halt Level 3. Bis jetzt bin ich ein Fan von Thieves, ehrlich gesagt. Weil die halt so viel Defense haben. Ha. Das ist kein defensiver Thief. Das ist ein sehr offensiver Thief. Das will ich nicht haben, glaube ich. Der kriegt dann zwar irgendwie immer 4 bis 5. Ne, der kriegt immer 4 hier sogar. Das heißt, er kommt auf über 80 Skill, wenn er 10 Level up hat. Aber nee. Er hat vor allem einen super Loader bei den Verteidigungen. Nee, nee. Und ein Krüppel. Man kann auch einen Krüppel mit aufnehmen in die Truppe, ja? LOL! Das ist alles? Sie hat einfach 2 Sterne in Defense und Max-Roll in Melee-Defense. Der hat sogar fast Max-Roll in HP für einen Krüppel. Der hat nur leider keinen Fatigue. Und keine Initiative. Wobei die Initiative auch gut gerollt ist. Den könnte man eventuell, wenn man unbedingt will, zu einem Nimble-Tank machen. Witzig. Will ich aber nicht. Dafür ist mir der Slot zu wertvoll. Ja. Das will ich bei euch nicht kaufen. Das ist alles zu teuer. So, ab nach Himmelsdorf. Ansonsten, was habe ich noch die Woche gemacht? Ich habe mein Steam Deck ein bisschen rumgespielt die Woche. Habe mir jetzt nämlich ein Steam Deck gekauft. Und habe da ein bisschen geguckt, dass ich das ein bisschen einstelle. Kann ich mir hier Tools und Supplies kaufen? Ja, zumindest einmal Tools kann ich mir hier auf jeden Fall gönnen. Das ist schon okayisch. Essen. Unser komplettes Essen ist gleich hin. Also Met, Käse und bisschen Füllmaterial, das hört sich doch nach gutem Essen an, ne? Weil das Essen hier ist gleich durch. Und das ist, glaube ich, auch gleich durch. Deswegen machen wir so rum, tauschen mal das Essen aus. Das ist auch gleich durch, Alter. Noch ein bisschen Gold daraus kriegen. Der könnte noch einen heftigeren Crossbow gebrauchen, tatsächlich. Oh, wir haben ein Level-Up. Egon! Dann dürfen wir Egon jetzt doch benennen. Dich wollte ich zu einem Battleforge-Tank machen. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall dat, dat und dat. Weil du sollst ja einfach nur verteidigen. Du sollst ja gar nicht angreifen im Zweifel. Würde ich behaupten. Das heißt, du musst auf jeden Fall aber auch Kolossos. Weil du musst die Frontline übernehmen. Let's go. Auch wenn die HP jetzt nicht geskillt haben, aber Kolossos ist schon einiges. Einiges an Bonus. So, was haben wir hier? Intercept all Southern Raiding Parties around Sunshine. Nee. Nee, das sind so viele. Danke, nein. Record these two the other day. Hang them, burn them, remains. We struck them, and the man is not very amused. Now we've gotten word that their brigand friends are coming to
Exact Revenge on Us. Aha. 1490. Defend Himmelstor, wenn es ausgerüstet und Raiding Pass. Gegen Raiders halt immer okay. Denke ich. Wenn wir jetzt nicht den übelsten. Ups, nicht meine Duff Cool Campaign überschreiben. Wenn wir jetzt nicht den übelsten Mega Bob kriegen, ist das eigentlich eine ganz gute. Ich glaube, Himmelsdorf mag uns auch ziemlich, deswegen zahlen sie uns so viel, oder? Jo, very friendly, deswegen, ja doch, 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 let's go. Wir probieren das gegen Raider. And its outskirts. After much strive and effort, you are finally forced to give up on the ambition you choose for the White Ravens to pursue. A mercenary company must face many setbacks on the road to greatness, but this latest failure to follow through has been especially bitter for the man. It would be wise to secure a lucrative contract or provide some other distraction, perhaps a threat of imminent death to distract them from their unhappiness. Dissatisfied, dissatisfied, dissatisfied. Das ist natürlich unangenehm. Also lukrative Kontrakte habe ich schon. Die sehe ich. Ein bisschen gucken, dass wir hier alles sehen. Wurde hier irgendwie was sagen könnte. The Brigands are on site. Prepare for battle, protect the town. Okay. Oh, da sind sie. Thugs, Poachers, Marksmen. Das ist ziemlich nice, weil es ist Nacht. Und wir haben den High Ground. Ja. Ihr seid gefickt, würde ich mal sagen. Wir haben immer noch kein Schild. Fuck. Darf ich nochmal kurz? Ich habe das Schild vergessen. Auf Xan. Load Campaign. I. Da, Xan. Schild. Stash. Hier. Nimm. So. Und du hast ja auch kein Schild mehr. Nehmen sie. So, und du hast auch kein Schild mehr. Nehmen sie. Haben wir jetzt auf allen Leuten Schilde, die eine Einhandwaffe haben? Ich glaube schon. So, jetzt können wir es nochmal probieren. Engage. Engage! Jetzt wurde Highground natürlich nicht mehr. Das ist bitter. Aber sie sollten schlecht treffen können. Mhm. Fuck you. Hey, ich will nach oben. Nein, nicht nach unten, nach oben. Was machen wir denn mit dir? Egon, du. Ach, scheiße, du bist ja unser Egon, ne? Das ist ja. Ungünstig, sag ich mal. Du gehst mal zurück. So. Ich könnte Step ranmachen und versuchen, den zu hauen, aber dann ist der halt nächste Runde dran, ne? Und gibt mir ins Gesicht. Du wartest mal noch ab, wie wir hier uns organisieren können. Ne, nicht vorne rum. Vorne rum ist Shit. Dann musst du kurz warten. Okay, du kommst bis da hoch. Sehr gut. Das hilft ja schon mal. Jetzt muss ich mal kurz hier runtergehen. Wie ist denn hier das Verhältnis? So ist das Verhältnis, okay. Hallo? Okay, machen wir so. Ich wollte auf die 4 drücken, aber ich durfte die 4 nicht drücken. Jetzt stehe ich halt jetzt ohne Deckung da, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Wer bist du? Will ich jetzt da ransteppen? Nee. Ich glaube nicht. Die werden aber jetzt halt alle auf Rotfeder gehen. Ich hoffe, Rotfeder kann sich verteidigen. Den kann ich gar nicht sehen. Puff. 50. Schade.
Ich bin echt schlecht, was man hier überhaupt attackieren kann, ne? 48 habe ich da gerade mal. Lauf mal einfach nur die Runde. Wir müssen uns in Position bringen für den ganzen Kampf. Den einen in Tech zu nehmen und dann keine gute Position zu haben. Das sind übrigens 15 Gegner. Das ist... mehr. Oh, okay, schauen sie da wieder ab. Das ist nett, wenn sie den Schritt zurück machen. Dann kannst du den machen. Ja, wir haben keinen Bock. Das ist ja spannend. Muss mal kurz noch was einstellen. Und zwar Gameplay, Orbis, Show, Hitpoints, Ball. Machen wir das mal aus und probieren mal, ob ich damit zurechtkomme. Dann haben wir ein bisschen mehr Überblick, weil nicht mehr ständig alles angezeigt wird. Ich glaube nicht, dass ihr hier reinsteppen wollt. Ihr müsstet von hier da runter gehen. Das wäre ganz schön dumm, weil da sind ja auch Leute. Lass es mal da stehen. Felix kann, glaube ich, da bleiben. Ihr dürft eigentlich wenig treffen. Wenig bis gar nichts. So. Jetzt haben wir hier den Juschka-Werfer. 131. Du bist bei weitem gefährlicher. Nice. Na dann. Schlitz. Finde ich gut. Peaks. Hier habe ich dann jemanden, wenn ich dahin gehe. Das geht, glaube ich, noch. Weil dann ist er zwar hier bei dem unterlegen. Aber der Rest müsste eigentlich voll in Ordnung sein. So, du musst eh noch voll weit laufen. Deswegen gehst du erstmal hier hin. Das ist kein Schutz mehr vor den Ranges hier. Okay, die Gegner sind sehr abgeschreckt, habe ich das Gefühl. Insgesamt. Die gehen einfach mal einen Schritt nach oben. Nice, guter Hit, Ben, guter Hit. Oder ist das überhaupt Ben? Das ist gar nicht Ben, das ist Sonics, oder? Ben ist der, okay. Guter Hit, Sonics. Oh. Jetzt geht er wirklich da unten hin. Ist er doch irre. Ihr habt den Höhennachteil, wenn ihr dahin geht. Oh no, das hätte ich nicht freimachen dürfen. Guten Tag. Gehen Sie mal von meinen Backlinern weg. Was machen Sie denn da? Hören Sie auf, mit dem Ding nach mir zu schlagen. Nicht getroffen, weil ich eine 98 rolle. Absolute Frechheit. Upp. Kopf ab. Zertinux köpft einfach den Gegner, okay. Du hast keinen Bock mehr, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich unglücklich für dich. Du hast doch hier irgendwie einen Gegner da rumstehen hier. Okay. Also wir hier die 80er wieder nicht treffen, ey. Guck mal, eine Armbrust im Nahkampf. Du kommst hier nicht weg. Du kommst hier nicht weg, Junge. Guten Tag, machen Sie denn hier drüben? Was soll denn das? Wo wollen sie denn hin? Wollen sie irgendwie meine Leute angehen? Finde ich nicht nett. Oh, der Stunt. Irrch. Du bist ja ein Ekel. Schön von oben.
Ja, da können wir dann zwar nichts mehr tun, aber... Wir können aber hier hin, dahin, glaube ich, gehen. Da dürfen wir auch nichts mehr tun. Oh, das war eins runter, oder? Ja, das war eins runter. Ah, dammit. Ja. Das war weiter, als ich wollte, sagen wir mal so rum. Schweinerei. Wie eine 94, ey. John, mit deinen Rolls müssen wir nochmal reden, ne? Also es ist... Das ist ein bisschen eine Katastrophe. Dafür, der Tillux macht die Leute einfach rund. Der macht die so hart rund. Runde geht gar nicht. So, du jetzt wieder in den Kampf. Gegen den. Können wir mal in die Richtung gehen. Von dem Dude. Oh no! Er hat mich unten festgehalten, die Sau. Ist das jetzt unten? Ne, das ist oben. Ey. 33, 29, 58. Nehmen wir dich. Schade. Und dich. Wir haben den davor treffen können. Perfekt. Das ist doch gut. Das ist doch gut, G. Hm, wir kommen hier nicht durch, weil der Dude noch steht. Und der Dude noch steht. Ich würde mal kurz abwarten. Vielleicht können wir den ja noch die Runde killen, der da im Weg steht. Und dann können wir an die Rangies ranlaufen. Ach, nevermind. So, danke Felix. Gute Rückendeckung von dir. Bin ich jetzt wieder zu hell? Nee, diesmal geht alles. Diesmal ist alles passend eingestellt. Oh no, die machen meine... Die Schweine wollen mein Zeug wegmachen. Erstmal den weg, der hier irgendwie komisch rumsteht. Dann schlitzt man den noch ein bisschen auf. Na, manchmal treffen die Steine schon ziemlich eklig. Einfach im Nahkampf mit einer langen Waffe, mit einer Stangenwaffe. Okay, cool. Wer ist dran zu Tillux? Du kannst doch den hier aufschlitzen, oder? Machen wir mal hier beide. Huch. Da sind Dinge umgeschlagen. Ah, hast keinen Bock mehr. Na dann schlitze ich dich auf. Weil du rennst schon und du rennst auch. Schade. Der ist auch am Abhauen. Ihr wart nicht so smart insgesamt. Schon mal festhalten, ey. Da habe ich schon smartere Gegner gesehen. Toll, jetzt ist der hier auf seiner komischen Insel, ja, da will ich eigentlich nicht hin. Will ich mich nämlich nicht unter ihn stellen, so richtig. Sehr schön, haben wir den. Dammit. Bis dahin kommen wir aber. Den werden wir wohl nicht mehr kriegen, glaube ich. Wir haben nämlich keine Hunde dabei. No Javelins left. Na dann. Messer it is. Monsieur, it is. Wer ist dran? Du bist dran. So, Tillux schlitzt noch einen auf. Nice. Oh, den kriegt man sogar noch. Yes. Hier geblieben. Geil. Und der gibt aber nicht auf. Der auf seiner Insel sagt, ich mache euch alle platt, ihr habt alle meine Freunde getötet, meine 14 anderen Freunde, aber ich verteidige mich bis zum Letzten. Mut hat er, der Kleine. Mut hat er. Hilft schon leider nicht. Nice, wieder ein Level up. Noch ein Level up. Noch ein Level up. Und ein bisschen Loot. Hier hat sich ja nicht ergeben, alles mit dem durchzumachen. Uch, wir sind voll geloodet.
Zwei Sachen werden wir aber direkt. Was wollen wir denn dann mitnehmen? Dich auf jeden Fall. 300, 200. Und dich, weil wir können ja Auto looten. Durch das Auto looten kriegen wir, das wird automatisch unsere Stacks gerechnet, die ja kein Inventar eigentlich einnehmen. Und dann werden die Slots aufgefüllt mit dem, was wir hier noch rumliegen haben. Vom Wert her. Moment, du bist aber mehr wert. Und du bist ja jetzt schon nichts wert. Du bist auch auf jeden Fall da mehr wert. 30, 88. Sollten vielleicht die teuren Sachen zuerst reinnehmen, wa? Was wie das hier, soll man da mal kurz ersetzen. Oh, 173. So. Die Dolche sind gar nicht so schlecht. Du bist halt nichts wert mit 94. Also, ist er ja richtig schlecht. 111, 96, 30, 15, 88. So, muss eigentlich reichen. Ja. Sollten wir nämlich die Sachen noch gelootet haben. Sind wieder auf 99 und wir haben hier noch ein paar Sachen mitgenommen. Perfekt. So, jetzt haben wir zwei dicke Armbrüste noch bekommen. Die brauchen wir nicht reparieren. Dich könnte man, glaube ich, schon reparieren. Die Dolche. Einfach nur zum Benutzen, wenn dann reparieren. Beim Falchion lohnt sich's reparieren. Vielleicht auch schon so langsam. Hier auf jeden Fall. So, ab nach Himmelsdorf. Oh, da sind noch mehr Brigands. Dann sollen wir gleich kurz die Level-Ups machen. Sollte ich jetzt immer im Skill-Menü machen, weil du hast, oder bist Range-Dude, genau, dann Range. Resolve, weil wir brauchen die Resolve, dass die Leute jetzt nicht wegrennen. Ich bin für Glatze so, ne? Steht dir bestimmt. Muss ja nur noch einen Rasierer kaufen, um das entsprechend auch zu pflegen. Oder Glatze und so ein Speedstripe in der Mitte. Wie der, ich glaube, Sascha Lobo hatte das lange Zeit. Hört sich nach einem guten Deal an, oder? Sehe ich auch so. Sehr gut. Finde ich schön, dass du es machst. Wir können natürlich jetzt unsere, wenn wir Initiative suchen, dann sollten wir dem mal Dodge geben irgendwann. Ja, ich glaube, ich gebe dem Dodge, damit er dann nicht angegangen wird, wenn es eklig wird. So, der ist ein Armbrust-Schütze. Der Overwhelm ist tendenziell Quatsch bei ihm. Außer wir gehen auf die Handcannon, dann wäre Overwhelm für die AOE ganz witzig. Ich glaube, bei der Footwork ist besser, ne? Footwork zum Raussteppen einfach, wenn sie an uns ranlaufen. Nee, ja, kannst du eine eigene Farbe wählen. Also von mir aus musst du die Farbe, die nicht genau Sascha Lobo Level machen. Du bist Battleforge Tank. Also das. Das. Resolve mit 55 ist eigentlich schon fein. HP dann? Oder hat doch noch. Also. Plus noch plus Skill? Hittet noch mehr Sotilux. Tank, Damage, Dealer, Mix, Bums. Vielleicht ein bisschen Range Defense. 73 ist eigentlich schon super gut dafür, dass er Schwert spielt. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Oder halt einfach plus 4 Hitpoints. Ich meine, er hat auch Kolossus. Das wirkt sich vom 15. Er kriegt plus 5 dadurch nicht plus 4. Aber ich habe das Gefühl, Range ist ein bisschen das Problem. Aber geben mir einfach Hitpoints, das hilft bei allem. Wenn er tanken soll. So, und jetzt kriegt er wahrscheinlich noch die Schwert Mastery, weil ich würde gerne bei Schwertern, glaube ich, bei ihm bleiben. Hat er bis jetzt ordentlich reingeklieft. Weil er halt das Schwert nicht bräuchte und er hat da keine Mastery. Er könnte tatsächlich auch einen Cleaver nehmen. Aber dann mehr Blutungen machen. Let's try.
Let's try. Du bist Shielding, ne, Relentless, Initiative, Reduce, by only 50% of Accumulated Fatigue. Fatigue nehmen wir nicht so viel. Ja. Wir wollen, denke ich, schon entweder Cleaver oder. Ich sehe die Schwerter gerade die ganze Zeit nicht. Digga, ist es nicht da. Das ist das Schwert. Ich glaube, Sascha Lobo hat keine pinken Haare mehr. Ich glaube, inzwischen sind die rot. Der ist ja auch in der SPD oder Linken. Das Rot passt jedenfalls zur Partei. Genau. Sword Mastery, Riposte, no longer has a penalty. Ich glaube, ich bin eher bei den Cleavern für ihn. Bleeding Damage erhöhen. Yes. Komm, wir gehen mit ihm mit Cleaver. Sotillox ist unser Meister der. Ja. Des Blutens. So, Rotfeder. Yes. Moment. Du siehst mir auch Overwhelm. Dann bräuchst du aber Initiative. Colossus, Shield Expert, Spear Mastery. Ich glaube, du sollst Battleforge gehen, I guess, weil du hast keinen Dodge. Brauchst du eigentlich auch noch Brawny? Gehen wir lieber Battleforge. 91%, das heißt, wir brauchen das auf jeden Fall. Hätten gern Defense. Wir hätten wahrscheinlich gern noch ein bisschen Initiative mehr. Oder einfach ein bisschen mehr HP wieder. Mehr HP. So, dann haben wir die Level-Ups gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass du immer noch verletzt bist. Du hast jetzt zwei Verletzungen. Ja, du bist einfach nur noch Meat Shield. Bei dem müssen wir jetzt echt aufpassen. Müssen ein bisschen gucken. Haben wir jemanden mit sehr angeschlagen? 58% ist schon das Schlimmste, was angeschlagen ist an der Rüstung. 74. Du hast eine richtig schlimm angeschlagene Rüstung. Deswegen kriegst du jetzt eine Ersatzrüstung. Du hast eine 90er. Warum hast du eine 90er? Ach so, weil du Dodge kriegst. Na dann hier. Und das reparieren bitte. Haben wir hier noch welche Rüstungen angeschlagen? Nein. Dann haben wir hier noch die 58er für 130. Haben wir noch einen 130er Ersatz? Ich glaube nicht. Aber dann halt mit der 110er spielen und die 130er irgendwann mal wieder reinbringen, wenn es soweit ist. Jo. Na dann, let's go. Die nächsten Brigand Fight. Marksman und some Raiders. Bei den Raidern gibt's halt. Oh, High Ground. High Ground. Wir haben hier. Aha, da sieht man's. Da ist der Verlauf. Guten Morgen, San. Wunderschönen. Wie geht's dir? Ja. Ich glaube, ich würde gern warten. Maximal einen Step zurück, eigentlich. Oh. Die haben den Higher Ground. Gemeinheit. Du hast weitaus länger gepennt als gedacht. Warum? Wie lange dachtest du und wie lange du schläfst und wann bist du schlafen gegangen? Ich gehe aktuell immer viel zu spät schlafen. Ihr könnt eigentlich da bleiben. Um 3:30 und bis 9. Das ist doch super kurz, what the fuck? Ich hab Kopfschmerzen, wenn ich so kurz schlafe. Kann ich dir jetzt schon sagen. Warum muss ich denn durchgängig immer noch vorne stehen? Das ist eine gute Frage, ne? Deine Freunde haben mich wach gehalten. Kann ich auch nichts dafür, wenn du auf den Leim gehst. Okay, ich habe ein bisschen ein Problem, dass die so weit oben stehen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier wirklich ganz nach hinten hoch. Ja, ich werde ganz nach hinten hochgehen müssen. Na dann, auf geht's nach oben. Bin mich noch daran gewöhnt, dass ich hier eine Auto-Rundenbeendung habe. Übrigens, zum Thema Steam Deck nochmal kurz. Ich habe versucht, Battle Brothers auch im Steam Deck zu spielen. Es funktioniert ganz okay. Das einzige Problem ist, aus irgendeinem Grund, die Auflösung ist ja deutlich niedriger. Also, ne, ich habe hier 1440p als Basisauflösung von meinem Rechner. Und im Steam Deck ist es 1280 mal 800, also 800p sozusagen. Das Problem ist, es ist dann übel nah rangezoomt im Kampf. Also auf der Weltkarte alles supi, aber im Kampf skaliert es einfach näher ran.
hast halt viel weniger Überblick, wo was passiert. Du musst super viel scrollen. Das ist nicht ganz optimal gelöst, finde ich. Habe ich mir jetzt den eigenen Weg verbaut. Das ist natürlich blöd. Das ist nicht so optimal, was ich hier gemacht habe. Sind wir ehrlich. Ja, kommt ran. Kommen Sie ran, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Können Sie rausschauen. Oh, ich treffe dich sogar da. Piu! Wie war denn der Stream von Lumi? War er gut? War er lustig? Oder nur so, oh, ist okay. Guten Morgen, Deggo. Oh, hallo, Deggo. Mir sind Dinge mit deinem Charakter passiert. Du hast aktuell leider keinen Charakter. Allerdings haben wir noch einen unbenannten. Wir könnten dich wieder als Deggo den zweiten reinnehmen. Aber du hast es, glaube ich, nicht auf Level 2 geschafft. Bist, glaube ich, direkt im ersten oder zweiten Fight gestorben. Emma, meh. Sie hat gespielt, als wäre sie schon längst im Bett. Wow. Vor allem oben drüber. Ja, war ganz nett. Und unten drunter. Ja, sie hat voll scheiße gespielt. Ey, ihr seid schon ein paar Marken. So, hier hinten ist noch ein Aufgang. Hier ist ein Aufgang. Du gehst mal hier hinten den Aufgang verteidigen. Egon. Das ist nämlich Egon, ist der. Muss ich dabei sein, mir ist sowas nicht wichtig. Ja, aber ich hab dich ja reingenommen und dann warst du einfach tot. Es ist dann schon ein bisschen ungünstig, sag ich mal so. Und ich habe inzwischen übrigens Xan auch festgestellt, ich bin kein Fan mehr von diesen südländischen Schilden. Die sind so schnell kaputt. Also, die halten quasi nur für den ersten Ansturm und dann hast du einfach kein Schild mehr. Die ältere von unseren zwei Hälften. Vor allem von uns zwei Hälften. Ja, wir kommen hoch mit Sono. Dein Yushka kommt hoch. Was? Achso, weil er hier nicht steppen kann, weil es zwei sind. Ach. Ja, das ist jetzt ein Problem. Da hätten wir kurz warten müssen eigentlich. Ach, scheiße. Alles gut, muss nicht dabei sein. Das war nicht wichtig. Deko gerade voll mit dem. Die halten einen Schildspalter von der Headshot aus. Von einer Handaxt schon wieder nicht mehr. Ja, ich weiß, deswegen. Also, ich bin auch. Vor allen Dingen, alle möglichen Wurfwaffen töten die gefühlt in einem Hit. Also, wenn die irgendwie einen Javelin abkriegen, bumm, Schild kaputt. Und so, jetzt habe ich aber noch 5 Felder, bis ich dran bin. Ja, die Metallschilde sind wieder geil, aber die verbrauchen riesig viel Fatigue. Aber dafür sind sie dann ganz nett, ja. Das ist richtig. Ja. Der kann auf beide Seiten schlagen, Sacred. Das ist eigentlich ganz geil. Kite Shields. Ja, Kite Shields sind auch ganz. Kite Shields so ein bisschen der Kompromiss aus den Metallschilden und den Holzschilden. Die sind halt ein bisschen besser im Melee, aber nicht so krass. Okay, ihr kommt da runter. Das ist sehr, sehr gut. Na, du kannst so stehen bleiben, glaube ich. Du wartest mal. Du wartest auch mal. Ja, kommt mal ein bisschen ran, Jungs. Kommt mal ein bisschen ran. Okay, der sollte noch laufen können. No! Scheiße. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ich habe nicht genug Defense für John. Ja. Jetzt haben wir die Option runtergehen, wegschubsen. Dann bleibt aber, dann steht Ego darum. Wir müssen gucken, ob wir ihn getötet kriegen von hier oben, würde ich sagen. Nee, du nicht. Stehst eigentlich auch ganz gut. Und deshalb müssen wir uns bewegen, dass wir ihm helfen können. Ist halt jetzt doof, dass es Nacht ist in dem Fall. Du wartest kurz. Xan bleibt erstmal da. Ah, ich hätte Egon wegnehmen müssen, damit ich mich da hinstellen kann zum Schlagen.
konnte aber nicht mehr schießen. Ich darf hier schon nicht mehr schießen? Achso, ich hab... Ah, fuck. Ja. In dem Fall wollen wir als erstes dran sein, nächste Runde. Okay, perfekt. Hat funktioniert. Jetzt können wir unseren Bannermann da rausholen. Sehr, sehr gut. Dann gehst du in die Wall rein. Und noch eins hoch. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Und, ah nee, das ist ja auch ein Aufgang. Nee, bleib da stehen. Du bleibst da stehen. So. Na, ja, du kannst eigentlich auch da stehen bleiben. Und Bannermann, kommen sie da raus. Sehr schön. Noch gerettet. Brauchen wir vielleicht hier noch ein bisschen mehr Tank. Gefühlt. Was ein Hit. Ja, schieß dann auf das Kite Shield. Das ist eine gute Idee als Rangy. Ey, nicht Shield splitten. Ah, Frechheit, absolute. Absolute Oberfrechheit. Okay, wir gehen wieder hier runter. So, jetzt können wir dir 63, 51. Ja, geben wir dir, würde ich mal sagen. Oder auch nicht. I guess. Du wirst eh mein Shield splitten, du Sau. So, Sir Tillux erwartet euch da. Moment, du bist doch im Nahkampf. Achso, du darfst ja auch nicht werfen. Ich wollte gerade sagen, du darfst nur werfen, aber darfst du ja gar nicht. So, Aegon, guckt mal da oben, was hier abgeht. Yes! Zusammen mit Xan. Der guckt auch noch mit hier hinten rum. Shit, wir stehen uns selber alle im Weg, oder? Wir können hier hin und da hinschlagen. Nice. Dann können wir wieder noch einen Schritt zurückgehen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also die Leute, die rankommen, denen geht's nicht gut bei mir. Ich glaube, ein paar von denen haben auch keinen Bock mehr so richtig. Kann ich irgendwie verstehen. 51, 51, ja komm hier. Ach, damit. Jetzt wollen die hier hinten rum irgendwie hochkraxeln. Ihr seid ein bisschen verwirrt, oder? Okay. Gegen das Kaijin und alles. 59, 28, 50, 52. Our illustrious champion returns. Praise the sun! Willkommen zurück, Celi. 44 Monate, ey, du bist irre. Herzlich willkommen zurück und Dankeschön. Our illustrious champion und so, ne? Herzlich willkommen. So, du bist eigentlich gerade keine Gefahr, deswegen. Ich schieße da hinten irgendwie komisch rum, aber ich treffe leider nicht. Ich treffe leider nicht. Drei, was? 3,666 Jahre. Na, was geht? Leute umbringen geht, glaube ich, mal wieder so das Typische. Our illustrious champion returns. Fall direkt home. Noch der Schnapszahl. danke, Xan, auch für deine Unterstützung. Leute umbringen geht, glaube ich, weil wir haben, glaube ich, keinen Xeli mehr. Ich glaube, Xeli haben wir auf dem Weg verloren. Yes. Die Schlacht war mit Sicherheit episch, aber Xeli, ich glaube, Xeli den dritten oder sowas, oder der zweite war es schon. Ist verloren. Und ja, Xeli hat den längsten. Ich glaube wirklich, dass Xeli den längsten, also Substreak hat. Du bist Roadfader. Ich glaube, will ich dir helfen? Nee, das lass ich Sir Tillux machen. Da helfen, deswegen Solo bleibt erstmal da stehen. So, kommen Sie hoch, Mister. Versuchen Sie es. So, du ziehst auch mal ein bisschen zurück. Du kannst ja mal warten. So, Sir Tillux kommt hier hin. Ja, was geht, Leute? Wollt ihr hochkommen? Probiert's gerne. Ihr könnt das probieren. Ich habe zumindest keinen Xeli den dritten mitbekommen. Ja, das sagt ja nichts aus. Also es ist ja auch ganz häufig mal so, hey, der Typ ist gut, den nehmen wir. Du bist jetzt Xeli der dritte.
Aber den Kampf, ups, Xeli ist tot. Also, das Spiel spart ja nicht gerade mit getöteten Menschen. Von daher, so. Jetzt will ich hier nicht weggehen, weil du bist so ein bisschen die Deckung für den. Wie war deine Woche, Xeli? Wie geht's dir? Was hast du gemacht? Ach so! Our illustrious champion returns. Ihr seid so Welcome lieb! Home. Ich hab einen Hype-Trade! Ihr seid doch irre! RIP, keine Schnapszahl? Doch, Schnaps. Jetzt ist der Epic Fail noch failiger! Oh, ihr seid verrückt! Ich glaube, ich habe gerade zum allerersten Mal in meinem Leben einen Hype-Trade. Weit ganz gut, Unkraut vergeht nicht. Sehr schön. Wir müssen eigentlich irgendwann nochmal Würmetal 2 spielen, Xeli, oder ist es bei dir schon durch? Unten stand 10 Monate. So nur kann ich zählen. Natürlich gibt es noch ein plus 1 bei den 10 Monaten. Ah, ihr seid so lieb, ihr seid so lieb. Das lenkt mich jetzt voll ab vom Spiel. Ich will ja jedenfalls nicht weggehen, weil es eine Deckung ist für die gegen die anderen Range-Dudes. Achso, genau, und ich wollte gerade noch erzählen, ich habe diese Woche meinen ersten Magic the Gathering Draft gemacht. Ich habe nämlich mit Arbeitskollegen und Lumi tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie es schon erzählt hat, haben wir zusammen gedraftet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen so ein, jeder spielt ein Best of Three gegen jeden. Und ich habe meine zwei Matches bis jetzt gewonnen. Wir haben, also ich hätte drei, ihr müsst drei Matches spielen, weil wir zu viert waren. Und das Spiel gegen Lumi steht noch aus. Aber gegen meine beiden Arbeitskollegen habe ich jeweils gewonnen. MTG Draft ist... ich habe Arbeitskollegen, die MTG spielen, ja. Ich habe sogar einen Arbeitskollegen, der hat die Länder gesponsert, weil der irgendwie 5000 Länder übrig hat. Aber er will nicht mehr mitspielen, weil er wahrscheinlich mal zu sehr da reingesuchtet hat. Bei den Länderanzahlen, die er hat. In Draft ist, jeder kriegt drei Booster und du öffnest, also jeder öffnet seinen Booster, guckt sich die Karten durch, nimmt sich eine Karte raus, gibt den Kartenstapel dann zum nächsten weiter und dann nimmst du dir von dem, den du kriegst, wieder eine Karte raus und gibst weiter und so weiter. Bis du halt die drei Booster alle durchgemacht hast in der Runde. Dann hat jeder 45 Karten, Länder nimmst du dir extra und baust dann ein mindestens 40 Kartendeck. Und spielst dann halt gegeneinander. Also es ist halt, wie man den Draft aus Online-Kartenspielen bei Hearthstone, gibt es dann glaube ich auch kennt. Nur, dass du halt quasi den anderen, du hast so den Faktor von, ich will den anderen Leuten, wenn ich schon mitkriege, okay, einer zieht die ganze Zeit die grünen Karten raus, oder bei uns war es zum Beispiel rot, haben sau viele rausgezogen, dann lasse ich doch mal die roten Karten verschwinden, weil da ist voll eine gute rote Karte drin, dann raffe ich den weg. Immer das bei mir durch, ich bin seit gestern im neuen Spiel versunken. Lass mich raten, es ist Hogwarts Legacy. Stellaris steht übrigens auch noch auf meiner To-Do-Liste, Xa, das irgendwann mal zu lernen, aber ich habe die Zeit nicht und will mich da nicht reinwuscheln. Xeli, wie findest du denn Hogwarts Legacy? Weil ich wurde heute gefragt, Auto-Chess-mäßig, ja, auch. Weil ich wurde heute gefragt, wie ich Hogwarts Legacy finde und ich konnte nur sagen, ich habe gesehen, dass die Bewertungen gut sind, aber sonst habe ich keine Ahnung. Ich weiß um die Problematik des Spiels, aber mich interessiert es so grundlegend nicht so wirklich. So ein Harry Potter-Fan bin ich halt nicht. Ich bin bei Stellaris derzeit 3 DLCs behind. Hört sich schlecht an für uns, so ein Spiel wie Stellaris. Ich bin der absolute Harry Potter nur durch Fires. Ja, da habe ich gehört, dass es sehr, sehr geil ist, dass sie super viele Details eingebaut haben, die geil sind, wenn man Harry Potter mag und kennt. Was? Das geht? Sehr gut. Gronkh hat als offiziell meinen Kanal gesubbt. Danke, Sono. Was ist das denn? Wie awesome. Hat Gronkh. Ja. Aber ich vermute mal, Gronkh kriegt häufiger mal irgendwelche random Gift-Subs. Würde ich einfach mal vermuten. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Bei Lumi und bei Ben. Ah, der Witz kam gestern bei Lumi also schon. Also ich kann mir vorstellen, dass das Leute häufiger mal machen, so ein random... Ja, kommt mal ran, Jungs. Nicht gestern, länger, ja. Ich hätte doch das hier vorne einnehmen sollen, dammit. Du machst mal so. Ja, ihr kommt anscheinend nicht hoch. So.
Gehe ich jetzt nach vorne? Eigentlich will ich nicht nach vorne gehen. Du sollst stehen bleiben. Xander Dritte, du bist ein bisschen außerhalb von allem. Donnerstag müsste es gewesen sein oder Mittwoch. Okay. Die wollen wirklich da hinten rumkraxeln auf meinen Berg. Jetzt gehen die alle da hinten. Ihr habt doch einen Arsch offen. 51, 51, 49. Na dann. Irgendwann müsste ich doch mal treffen, ey. Okay, wenn hier oben nur einer ist, dann musst du dich wieder nach unten bewegen. A kind gesture. Was? Der Alxan? The real Xan? Was? Wieso gibt's diesen Kanal da? Xan, du bist doch nicht der Echte. Das hätte ich ja nicht von dir erwartet. Das hätte ich ja nicht von dir erwartet. Wir müssen irgendwie noch rumlaufen. Ist wieder werfen da oben, die Sau. Ich glaube, es hackt. Bam. So, du schützt mal unseren Rangy dabei. Du schützt mal auch unseren Rangy. Oh, schön aufgeschlitzt. Wait, what? Sus. Ja. Xan, you are not the real Xan. Gib einen anderen, realeren Xan als dich. A kind gesture. Ich glaube, von hier aus darf ich den erreichen, ja? Ja, bam. So, Sono, ist er hat sein Geld raus, oder was? Son of Heaven. Sono, danke für die ganze Unterstützung, Alter. Aber du bist doch verrückt. Es ist doch so viel Geld, was du hier einfach reinhaust. 25 Abos schon. Das ist doch nur der Kanal, der 24-7 bei den Bubi-Streamerin drin ist. Muss ja irgendwie auf meine Kosten kommen. Aha. So läuft es ja also. Ich glaube, ich werde mit denen hier mal Richtung Rangies gehen, ha? Huh? Ja, ich glaube, ich kann hier hingehen. Aber Moment, Bubi-Streamer kann ich auch. Oder so. Okay, jetzt lauft ihr doch wieder zurück. Ihr seid doch Arschgeigen. Fallen nur 40% auf die. Da habe ich 48%, da 49. Finally! Jetzt erledigt sich das vielleicht ein bisschen von alleine. Ja, du blutest schon, ne? Guten Tag. Oh, das war's falsch. Ich wollte eigentlich einen Schildstoß machen. Sono, auf geht's. Du hast eine Aufgabe. Hm. 98 gerollt. Das ist ja schlecht. Das ist ja ein bisschen suboptimal. So, du bleibst, glaube ich, einfach da stehen, Danjuschka. Und Rotfeder geht dann darüber und piekst dem nochmal eine rein. Geil. Und du piekst auch nochmal dem eine rein. Geil. Der wechselt wieder auf seine komische Waffe. Jetzt kannst du den hoffentlich zerschneiden. Fett. Hype-Trade-Erfolg. Du hast jetzt Level 1 Hype-Train-Emote. Ach man. Tut tut. Sono, danke fürs Vollmachen von Level 2 von dem Hype-Train. Okay, der ist dead. Na ja, dann macht ihr jetzt mal hier. Xan, du gehst jetzt auch mal auf Reisen. Und du kommst wieder hier runter. Ups, hab ich den falschen. Ich muss mich an das Auto beenden noch gewöhnen. Ihr habt nicht mehr so richtig Bock, habe ich so das Gefühl. 53. Bam! Okay, tot. Oh, Moment. Komm mal her, Mann. Renn mal nicht weg hier. Ich will nicht, dass du wegrennst. 55, 38, 55. Yes! Nice. Tut, tut. Wie viele Hype-Train-Emotes hast denn du schon, Xan?
Bist du also so ein heimlicher Gifter irgendwie bei den Boobie-Streamen? Bist du wirklich bei den Boobie-Streamen und vergiftest da immer die Sachen? So. Hätte auch runterschubsen können, ne? Wollte ich aber jetzt nicht. Da hoch mal. Tut. Wir haben alles das gleiche gekriegt. Das ist ja süß. Hab nur diese 7. Ach, nur 7 Hype-Train-Emotes. Ja, dann. Dann habe ich dir ja voll Unrecht getan. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe kein einziges Hype-Train-Emote bis jetzt gehabt. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht habe ich das einfach nicht richtig wahrgenommen. Vielleicht habe ich das auch einfach nicht richtig wahrgenommen. Wir gehen mal hier runter, wenn wir hier zuhauen dürfen. Sono. Okay, vielleicht ist Sono auch eher der Gifter als Xan. Alter, Sonix! Ganz entspannt. Irgendwer hatte alle oder so, zum Beispiel diese Son of Heaven. Ich krieg keine neuen mehr. Moment, das sind wirklich alle? Sono, wie viel Geld gibst du auf Twitch aus? Holy! Ihr habt alle voll die... Moment. Woran erkenne ich denn die Hype-Train-Emotes? Ich habe Channel-Emotes, meine Emotes. Amigo, dann... Ja. Hahaha, Holidays. Hindsight, Hyperscape, Ninka, Streamerlove, Stream with Pride. Twitch Hype-Train. Da, ich habe 3. Das sind alle 3, die ich habe. Mehr habe ich nicht. Hab dann doch ein paar. Und das Hype-Miss habe ich gefühlt, seitdem der Hype-Train eingeführt wurde. Also das ist schon eine Weile her, dass ich es bekommen habe. Was? Stuhl? Nee, Stuhl gibt's hier nicht. Ich stehe. Overwhelming. Ihr schafft das schon da, ne? Fix. Perfekt. Schon. Nice Kill. Müssen wir laufen hier. Ups. Falscher. Xen. Pix. Also die Blutung hat uns schon diesen Kampf wieder eine Runde gespart, ne? Das hat man nicht vergessen, ey. Der ist so früh dran. Danjushka, lauf! So. Mach ihn platt! Schlitz ihn auf! Auf die Arme! Perfekt. Fehlen trotzdem ein paar. Ich glaube, die verschiedenen Stufen geben verschieden, aber ich bin mir nicht sicher. Musste halt die Trains hier auf Stufe 3 oder höher bringen. Hab gestern einen gesehen. Die hat 250 Sub verschenkt. Einfach so Level... Moment, es geht über Level 5? Ich bin so ein Boomer, Mann. Ich dachte, ein Hype-Train ist bei Level 5 Ende. Wieso gibt's denn hier einen Level 15 Hype-Train? Moment, wir haben keinen Platz mehr. Fuck. Erstmal tauschen. Ich hätte auf jeden Fall ganz gerne Mushrooms. Mushrooms wäre auch ganz cool, weil Essen. So viel Essen haben wir nämlich nicht. Ist ja doch nichts wert. Quivers und so. Ja, ich... Oh, bei uns wird geklingelt. Moment, ich gehe mal kurz an die Klingel. So, ihr Verrückten. Hat kein Limit mehr und ist dann einfach exponentiell am Hochgehen, wie viele Punkte, Hype-Train-Punkte man braucht oder was? Wait. Haben wir jetzt einen Hype-Train Stufe 2? Ja, okay. Ich kann sagen, warum stehen jetzt die Community-Herausforderungen oben bei gesammelt? Das irritiert mich. So, war der Postbote, weil Lumi hat Sachen bestellt. Wir müssen ein bisschen optimieren. Wir brauchen vielleicht doch mal ein bisschen mehr Platz als 99. Ja, ihr zwei brauche ich theoretisch nicht. Vor allem nicht, wenn ich sowas habe. So. Du bist, glaube ich, auch mit 120 jetzt schon mehr wert.
als manche andere Dinge, aber die Frage ist, gegen was will ich es tauschen? Dich da zum Beispiel, 111 mit 74, das, da ist Potenzial für mehr. Das nach vorne. Und ich würde sagen, das nach vorne. Ja. So, haben es geschafft. 1400 Kronen, nice. Bestellen statt die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Ne, sie bestellt ja immer auf eBay gebrauchte Sachen. Von daher ist das nicht ganz das Gleiche. Also, sie unterstützt indirekt schon die passende Wirtschaft. Ich brauche mal nett. Oh, ich will mal reparieren. Das werde ich auch nicht reparieren, weil wie gesagt, wobei doch ein paar Rüstungen brauchen wir, glaube ich, noch. 120, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Der wird nicht krass wertvoll, weil es die erste Stufe ist. Ja. Und das auch nicht. Bei dem bin ich immer noch im Überlegen, ob ich den irgendwie einsetzen will als Zweihandwaffe. Ja. Moment. Wir haben Level Up? Wir haben Level Up. Level Up. Achso, hier. So, noch haben wir jetzt schon. Jetzt muss ich jetzt scrollen. Jetzt habt ihr so viel gesubbt. Jetzt muss ich scrollen, wer er zuletzt gefollowt hat. Masomoto. Hat nach Dego noch gefollowt. Deswegen ist das jetzt Masomoto der Erste. Ja, also ich bestellte dich auch. Ich habe zum Beispiel meine langen Unterhosen jetzt auch bestellt, weil im Laden gibt es irgendwie immer keine sinnvollen langen Unterhosen. Und ich habe auch ein paar Bücher noch bestellt, weil ich habe mir durch Pen and Paper und sowas habe ich mitgekriegt, dass es eine deutsche Version von dem Pen and Paper Rollenspielsystem von Numenera gibt. Da habe ich mir jetzt die drei deutschen Bücher geholt. Das Grundregelwerk, Bestarium und ich glaube noch einen Abenteuer, zum Beispiel Abenteuerband. Das ist ganz witzig, das ist nämlich hier die Grundlage für das Planescape Torment Spiel aus Ende der 90er oder so, Rollenspiel. Und es ist eine unfassbar offene Welt. Also da kannst du alles drin machen, das ist auch so ein Multiversumsding, aber halt nicht Dungeons & Dragons, ein bisschen anderes System. Bei Zweihandwaffen alles auf Long Axis für die Range und Greatsword für Melee Combat umgestellt. Naja, das Geile an dem ist halt, dass Armor halt ultra schnell weg ist. Und aus dem 50% immer durchgeht. Also. Wobei, ist sogar schlechter gegen Armor als die Axt, das gibt für mich keinen Sinn. Das ist eine stumpfe Waffe. Je schwerer eine Rüstung ist, desto besser sind doch stumpfe Waffen, oder? Weil du ja die dann eh nicht mehr schneiden kannst. Und dann die stumpfen Waffen machen aber trotzdem ihren Damage. Also deswegen hat er wahrscheinlich den hohen Ignore-Wert, aber... Ja. Jedenfalls Masomoto Level Up. Ich wollte dich... Ich glaube zu einem... Battleforge-Tank machen. Das heißt, wir brauchen immer... Fatigue. Immer Defense. Ja, und noch ein bisschen Resolve, um das zu fixen, damit er hier auf 50 kommt ungefähr. Wenn es eh keine guten anderen Rolls gibt. So, jetzt könnten wir hier Steel Bro gehen oder wir gehen wahrscheinlich Student, damit er schneller lernt, weil den Punkt kriegt man eh irgendwann zurück. So, Xan ist schon Level 8. Bei dir, du bist ein Battleforge Tank, du brauchst aber noch Brawny. Wenn du die schweren Rüstungen anhast, damit die weniger Auswirkungen auf deine Fatigue haben. Würde ich sagen. Das heißt, wir wollen aber... Oh, plus 2 Fatigue ist also sehr wenig. Wir wollen auf jeden Fall die Defense haben. Hitchance bist du eigentlich fein. Plus 2 ist ein... Du kriegst 2 bis 3, ist sozusagen eine kleinere Roll. Der Mace hat halt andere Attack-Effekte als die Axt, das stimmt. Ja, du kannst kein Shield splitten, ne? Mit dem Mace. Tja, jetzt sehen wir wahrscheinlich doch trotzdem die Fatigue. Damit du länger mitkämpfen kannst und ausdauernder bist. HP und Fatigue, würde ich sagen. So, jetzt die Frage. Killing Frenzy? Fearsome? Sobald du ein HP-Damage machst, ne? Fearsome haben wir, glaube ich, ziemlich geil, weil du häufiger angreifst.
würde ich sagen. Da, wo es halt geht. Duelist, become one with a weapon and go for the weak spot with the offhand free or carrying a throwable weapon. Additional of any damage ignores armor does not work with two-handed weapons. Hm. Klar kannst du das, aber der Standard-Attack hat andere Zusatzeffekte. Moment, ich kann mit dem fetten. Wir haben doch hier zwei Handwaffen. Ich wechsle mal kurz. Ah, doch. Stimmt. Split Shield. Stimmt. Strike down. A heavy blow intended to incapacitate and stun your target for two turns. For two turns? Yo, what? Stun targets cannot keep up their shield or spearbow or similar defensive skills. Ja gut, du hast dafür aber nur einen Versuch pro Runde. Aber wenn es funktioniert, ist er halt zwei Runden raus. Das ist schon krass. 0 bis 47 can ignore armor. 80 bis 109 damage to armor. Inflicts 20 extra fatigue. Aber auf den Gegner entsprechend. Has 100% chance to daze on hit. Daze ist, glaube ich, von verschlechterte Werte insgesamt. Das ist schon. Also, Two-Hand Mace. Ich meine, wir haben hier den Gegensatz an die Two-Hand-Axe, das ist halt ein Round-Swing, das ist mehr AOE. Das ist halt für jemanden, der flankiert, glaube ich, deutlich geiler, wenn er umstellt wird, dann einfach AOE Round-Swingen. Ich muss sagen, Xan, ich habe vorhin schon mal beim Anfang vom Stream erzählt, ich habe jetzt nochmal eine private Kampagne angefangen, wo ich mit den Kultisten angefangen habe, mit den Duff-Cool-Kultisten. Und da habe ich jemanden drin, der ganz gut hittet mit einem Zweihand-Flegel. Das ist auch ziemlich geil. Also wie oft der Leute einfach one-hittet, weil er einen Kopf trifft. Holy moly, ey. Also sie ist einfach so, plump, tot. Okay, cool. Cool. Ja. Schon raus. Okay. Wir haben hier zum Beispiel noch, hier wollen wir noch austauschen. Du kriegst nochmal einen besseren Dagger. Bei allen anderen mal gute Dagger. Ja. Also das ist... ist geil. Ja, wir haben auch eine riesige Damage Range, das stimmt. Aber es fühlt sich trotzdem gut an. Moment, du hast noch, Xander, noch einen Perk offen. Okay. Stimmt, ich habe jetzt nur gelevel-upt. Oh. Aber ich glaube, ich nehme Fearsome, oder? Ich glaube, ich nehme Fearsome. Mit Pech machst du halt... du halt quasi nischst und dann wandert es plötzlich mal eben den Raider-Leader. Ja, wenn er vollen Helm hat, meistens nicht. Killing Frenzy. Ich glaube, ich nehme Fearsome, weil du so oft hittest. Wobei, du hast nicht viel Resolve. Es geht einfach nur darum, den Check zu triggern. Den Moral-Check. Den negativen. Ja, Xan, komm, du bist Fearsome. Du kriegst den Fearsome-Skill, weil du auch ganz gut triffst. So. Jetzt warten wir mal kurz bis zum nächsten Tag, weil ich bei Himmelsdorf ein bisschen handeln will. The guildless gleam must be brighter than ever now. The ancient city has fallen under control of the southern. Perhaps the... Also, mein Ziel ist eigentlich... White Raven to help defend it, or maybe the old gods will need a bit of proper gumption in taking it back. Either way, the White Raven is still on the catbird seat for fatting its purse. Also... ich würde schon gerne irgendwie an dem Heiligen Krieg teilnehmen. Viel Spaß, so beim Glatt zu schneiden. Aber ich habe aktuell das Gefühl, meine Leute sind noch nicht up to the task. Deswegen ist es so ein bisschen, hier ist, what? Hier ist nur 17. No! Ich kann nichts kaufen an Tools and Supplies, weil es voll ist. Okay, verkaufen wir das, damit wir Tools und Supplies kaufen können. Holy shit, ey. So. Damit es kurz ausgewertet wird und wir wieder Platz haben. Hast du eine Mod für zusätzliche Musik? Ja, habe ich. Ja, ich habe heute Morgen eine Mod für zusätzliche Musik installiert, so wenn ich es überlesen hatte. Habe ich nicht geantwortet. Aber habe ich heute Morgen gemacht noch, bevor es losging, ja. Weil mir langsam die Musik ein bisschen zum Hals raushing. Maryware 770, follow the tracks in the Himmelsdorf, return rare coin collection. Das hört sich nach eigentlich einem ganz okayen Task an.
2000, when the contract is done, move to the Oracle and defend against Southern Heavens. Ja, das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht ganz up to the task. Und ich würde gerne erstmal meine Sachen verkaufen. Wir gehen mal nach Gelbstadt und verkaufen unsere Sachen. Bevor ich irgendwie weiter rum... Holy shit. 28 Mann gehen da gerade nach Westen. Wahrscheinlich zu dem... zu dem Ding. So, kann ich hier sinnvoll verkaufen? 22, yes. So, dann verkaufen wir doch mal das da zum Beispiel. Und ich glaube, die Padded-Dinger brauchen wir nicht mehr. 90er. 90er ist minus 10. Minus 14. Das will ich auf jeden Fall behalten. 90, 95. Ja, dann brauchen wir die auf jeden Fall nicht, wenn wir hier 95er haben. Das raus. Das kaufen, wenn wir es brauchen, würde ich sagen. So teuer ist es nicht. Die will ich auch nicht haben. Ich glaube, die Falchorns können wir verkaufen. Weil wir haben ja noch zwei Arming Swords. 30 bis 40, 30 bis 45. Das ist, glaube ich... Ja, es macht halt mehr Armor Damage, Light Southern Mace. Aber ich glaube, ich würde den Morningstar nehmen, wenn dann. Und dann können wir das ja aber auch und das verkaufen auf jeden Fall. Das sind die billigen Äxte, die werden wir sowieso nicht reparieren. Und hier haben wir die teuren Äxte. Die können wir auch verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das machen wir auch weg. Hier haben wir übrigens ein gutes kleines Schild. Ich habe drei Schilde behalten, reicht völlig aus. Können noch eins verkaufen, hier haben wir noch ein Schild. So. Jetzt haben wir schon wieder einiges verkauft, ein bisschen Geld bekommen. Kaufen sonst aber ist hier irgendwie schlecht. Taverne, wie wär's, Leute? Hier ein bisschen Ablenkung, dass wir uns ein bisschen verkackt haben. Und 2 bis 5 Tage. Pierced Leg Muscle. Es ist relativ teuer, das Behandeln von Xan. Aber Xan, das gönne ich dir. Der King. Was sind denn die Farben der King? Aber ich auf 12 bzw. 16 begrenzt bin. Ja. So ist es, Xan. Das Leben ist nicht fair. Ja, nee, hier sollte ich nichts kaufen. Hier haben sie Ambush Trade Routes, deswegen. 32 Crown Advance, 29, wenn der Job ist done. Ich muss mal gucken, mit wem ich schon allied bin, komplett tatsächlich. Deliver Cargo to Aspern und Younger Hallheim. Hallheim ist wieder am Arsch der Welt, ne? Das ist wieder so weit oben. Das ist wieder da, nee, das werde ich nicht tun. Gibt es Siedlungen, mit denen wir komplett filzen müssen? Sind wir allied und Himmelsdorf? Sind wir allied? Bei allen anderen können wir noch aufbauen. Hostile? Oh, ja, die südlichen Städte mögen mich nicht mehr, mit denen habe ich schon gefightet. Hier unten. Ja, ich bin im Heiligen Krieg teilgenommen. Logisch. Und was ist das hier? 1670. Drive of Brigands at Andum Forest Northeast of Gelbstadt. 1600 für Brigands. Das weiß ich nicht, ob die Anzahl der Siedlungen immer gleich ist. Ich weiß, ob auf jeden Fall das Layout gleich und nicht gleich ist. Das müsstest du im Wiki nachgucken, Sand. Da habe ich keine Ahnung. Warum? Hast du das Gefühl, du hast weniger oder mehr Siedlungen als ich? Also bis jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich einen ganz guten Seed tatsächlich, insgesamt. Der ist gut spielbar. Ich habe 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also ist wohl nicht gleich. Wenn ich alles zähle, habe ich 23. Also würde ich mal sagen, ist variabel. Grafenhafen to the west. Okay, mach mal hier Karambahn, das ist nach Grafenhafen. Dein Seed weitaus besser. Der Seed steht ja noch im Discord, kannst du gerne machen. Next to the hole in the ground besides him. Jetzt wäre ich gefragt, ob Aram. Nee, nee. Hey! Mach noch Emote dazu.
So. You find a man standing next to a hole in the ground. Beside him is a metal stake attached to which is a chain that runs into the hole. The hole is covered with goat skin. He regards you with a wave, but says if you want to see it, you have to pay. You ask what it is. What it is he's got, he grins. The darndest thing, sir. A few armed men stand off a ways, no doubt part of whatever scheme is in play here. Er ist aber auch gut. Und ich roll ein paar Mal einen eigenen. Ja, kannst du auch mal. Ich habe auch ein paar Mal gerollt, bevor ich das hier gespielt habe. Okay, also wir finden irgendeinen zwielichtigen Typen, der neben einem Loch im Boden sitzt, das zugedeckt ist, wo eine Kette reingeht. Und wenn wir fragen, ey, was hat denn da drin, dann sagt er, wenn du rausfinden willst, musst du bezahlen. Und außerdem stehen noch ein paar andere Männer ein bisschen weiter weg, die offensichtlich dazugehören. Hat einen Sticker gesendet, das wäre ich ihm mit Stickern geantwortet. Da antworte ich auch mit Stickern zurück. Um welches Sticker antworte ich denn jetzt? Moment, das muss ich jetzt kurz machen. Ihr seht das jetzt zwar nicht, aber da. Hab jetzt einen coolen Sticker zurückgeschickt. Also, alle in der Reihe. Das größte Problem, was ich in meinem Seed habe, ist, dass ich immer so rum nach Norden muss. Ich kann nicht kaum gerade durch. Und auch meinem anderen Seed, beim Darf Kulkotist, ist es absolut. Hui! Damit man irgendwann nach Norden ankommt. So, Karawanenmissionen, die von Süden nach Norden gehen, ist eine Katastrophe. Dauert ewig. So, will ich jetzt hier reingucken oder nicht? Komm, wir probieren das mal, oder? Komm. 10 Kronen. You flip the man a few coins, he bites them in the teeth and you tell him. Be wary of doing that. There's blood on some of them. Tell him to wary, He shrugs and pockets the pay. You come to the hole and the man throws the top off. A gruesome looking. Okay, der hat einen Alp da drin. And face like a curtain made of pale flesh. There is a shackle around his neck and the man whistles at the reveal as though it was the first time he ever saw it there. Awful little bugger, ain't it? Don't get too close, I'll have you seeing things. Unless you wanna do that, of course, some folks do. But if you start seeing things and you enjoy, then you gotta pay a little more. Okay, der hat einfach einen Alp da drin. In einem Loch. Mit einer Kette festgebunden. Du fuck! Ich sag ihm mal, er soll das töten. Such creatures cannot stand to survive. You tell the man that it's likely to get its way out of the hole at some point and starts wreaking havoc on the world, if not more so than usual in a fit of primal vengeance. The man spits. Go fuck yourself! Get on out of there and you ain't getting your money back. You take one wrong step and I have to defend myself. Okay. Ich könnte jetzt sagen, ich will einen Alp töten. Aber das. Ich will mich mit den Leuten eigentlich nicht anlegen. Das ist. Was a right bitch capturing the thing, don't you know? Das ist mir egal. You're not going to bother quarreling with these men. Some of these of the best fighters you've seen have gotten killed in reckless and pointless bar fights. If these idiots want to keep the monsters, so be it. But a few of the company's merchants are not happy with the idea of an alp allowed to live, especially as the creature gazed its faceless stares upon a number of them and seemed to nod as though it be seeing them at a later juncture. Okay, also wir haben ihm gesagt, hey, du sollst das Vieh umlegen. Und er hat gesagt, kannst mich mal. Ich habe das war voll schlimm, das zu fangen. Und wenn du, ich verteidige meinen Besitz so ungefähr. Und dann haben gesagt, okay, ja. Mach deinen Scheiß alleine. Wir haben uns nicht mit dem angelegt. Aber meine Leute sind darüber wohl nicht happy. So. The land coming before stronger than ever by its heat and flames and fortune by winning the war. Okay, wir haben eine neue Ambition. Wir könnten halt sagen, hey, wir können versuchen, die City States, every army destroyed and every contract fulfilled will bring you closer to ending the war. Okay, wir können halt versuchen, den Heiligen Krieg zu gewinnen. Wir können versuchen, Orc-Locations zu zerstören.
Is ill prepared to fight armored opponents. We shall train two men to master the hammer in combat and no knight will be safe from us. Hammer Mastery sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Oder wir machen halt keine Ambition. Ich glaube, da wir eher am Heiligen Krieg teilnehmen wollen würden, würde ich das versuchen. Also es ist schon mein nächstes Ziel sowieso als Spieler auch. Orks will ich nicht und Hammer weiß ich nicht. Nee, wir nehmen hier das. Aber es ist ein Hinweis vom Spiel. Wir haben Probleme the fallen star, what they plan to do with it, who knows, maybe put up a golden hill. Oder fans to keep the northern out, you're mostly concerned the fighting might be nearing an end and with all the sweet religious honey the white ravens has been eating up. Aha, ich hab nix geupeated. Okay, aber das ist jetzt der Hinweis, hey, der heilige Krieg ist bald vorbei. Und wir haben den nicht unter Kontrolle. While on the path, you come to a man being dangled upside down from a tree branch. A bunch of men are sitting around him, sharing goatskin flask, looking like they are at the end of a day's hard work. When you ask what is going on, one of them looks up and smiles, whipping this fella till he's raw. Die peitschen jemanden aus, den sie Kopf über am Baum hängen haben. You ask, what for? Another man answers, fornicating with this fella's wife. Okay, fremdgegangen, also hat die Ehefrau mit dem anderen verführt. Zurück on the string, he wipes his mouth. Hardy fucking ha, very funny. No, this scumbag was caught fucking my dead horse. Moment. Der hat nicht die Frau. Einer sagt, ja, der hat die Frau von dem Typen verführt. Und der sagt, ha ha ha, sehr witzig. Der hat ein totes Pferd gevögelt. Okay. Wir reden dann mit dem Typen, der da rumhängt. Oh, the dangling man, there's blood running down his back, streaking from a dozen slashes. He's got a cloth covering his eyes, which you pull down. Blinking, he asks what it is you want as though you're interrupting his own hiding. You ask him if what they say is true. He spits and clears his throat. I mean, yeah, but the horse was dead, so of what matter was it? Can't a man have his fun? The horse owner gets up, brandishing a dripping whip. Oh, you want us to go back at it? We got all day, uh-huh. You're censored, right? Why don't I come and fight for ya? I'm a strong and able-bodied man. A little horse, I mean, worse for the wear, but that aside and the dead animal thing, I'm a man of upstanding and moral sensibilities. Okay, wir könnten ihn befreien. Und er sagt, ey, ich würde gern für dich kämpfen. Aber ich glaube, wir wollen nicht einen random Dude in unsere Gruppe, der tote Tiere vögelt. Ich habe keine Ahnung, ob er gut ist. Wir kriegen ihn for free, wahrscheinlich gegen eine Auseinandersetzung mit den Dorfbewohnern. Das bedeutet, wir müssen eventuell wieder heilen, weil wir Verletzungen kriegen können. Tote Tiere, Vögel, nee, da ziehe ich eine Grenze. Nee, time to leave, das ist nicht mein Problem. Okay, wir kriegen übrigens keinen einzigen Fight. Aber wir kriegen eben nur 4 Kronen pro Kopf. Grafenhafen ist well supplied. Nichts Spannendes, was man hier irgendwie kaufen könnte. $303 ist nicht so geil. Well supplied. Tempel ist nicht. Und hier kann man, glaube ich, nichts... Wir brauchen die Tools. Die sind übel teuer, aber wir brauchen die Tools. Moment mal. Wir haben doch eigentlich Geld, ist nicht mehr so ein Problem. Die Tools so teuer sind. Scavenger für 3000. Da bräuchte man noch ein bisschen mehr. Wir können einfach was verkaufen für die 1000. So. Davon eins. Davon eins. Und vielleicht mal diese super schwere Rüstung, die ist eh nicht so geil. So, dann haben wir unseren Wert 3. Das können wir auch noch verkaufen, würde ich sagen. So, dann können wir uns den Scavenger mal gönnen. Dann haben wir nicht mehr so ein Problem mit den Tools, hoffentlich. Weil der Scavenger gibt uns nämlich Tools und Ammo zurück nach den Kämpfen.
So, was ist ihr? Ja, Hallheim. Das ist halt nicht das, was wir machen wollen. Bei mir nicht. Offensichtlicherweise. So, wir geben nochmal einen Pay. End the war between the North and South raging. Tja, ich hätte jetzt gerne, wir gehen mal hier nach Rotburg, gucken, ob die noch was haben. Ich hätte gerne einen Auftrag eigentlich, da was zu machen und nicht einfach auf meine Kosten dahin zu guckeln. Hier ist durch, ne? Ich glaube, in Bergau geht's auch nicht so gut, oder? Ja, da sind zwei Sachen in Ruinen gelegt. Die könnten wir Hunde kaufen. Auch nicht so schlecht. Wir können Leute, die wegrennen, noch ganz gut fangen. Gibt aber keine. Gibt's halt nur Hunde. Nee, das ist natürlich doof. Gibt's irgendwas zu kaufen? Was sinnvoll wäre. Tools and Supplies gibt's hier günstig. Kaufen wir noch einmal, würde ich sagen. Sonst ist hier der Verkaufswert ganz schön mies. Wait. Ich habe hier noch ein. Nee, ich habe mir gerade verguckt. Ich dachte, ich habe noch ein kleines Schild. Gut, dann haben wir hier auch keine Aufgabe dafür. Hatten wir ein Himmelsdorf? Ein Himmelsdorf hat aber eine Aufgabe für den Fight, oder? Guck mal kurz noch, was ich reparieren will. So rum. Die Sachen würde ich auch gerne reparieren, einfach nur so. Zwei Tools and Supplies, das ist nicht so viel. So, Tag 107. Das ist krass, wenn man sich so das Hand of Blood Let's Play anguckt. Ne, der ist irgendwie Tag 130 in seiner Endgame Crisis, hat kaum so richtig begonnen. Hier. Wir versuchen jetzt mal da wieder einzusteigen. Ja, ich speichere mal die Kampagne und wir versuchen wieder in den Kampf einzusteigen. And defend against the Southern Heavens. Ich hoffe, ich werde nicht alleine. Also wir werden da warten müssen, bis wir Unterstützung kriegen, denke ich. Dann Juschka, viel Spaß da. Ich vermute, du bist nicht der Einzige in Hogwarts. Meine war an Tag 110 schon wieder vorbei. Ja, das meine ich ja. Aber er hatte relativ, oder Pech, Unglück, Dinge kamen zusammen. So generell. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben auf jeden Fall noch jemanden, der verletzt ist, der morgen geheilt ist. Von daher will man da auf jeden Fall bis morgen warten. Ist das jetzt eigentlich schon morgen? Ja, das ist immer wieder. Many conscripts and assassin. Das ist aber nur 8. Hab halt nur 3 Town Sieges brechen müssen. Ich glaube, das hier würde ich mir schon mal geben. Da ist zwar ein Assassin dabei, aber Manny, die Conscripts sind die. Ne, sind die Mittelstarken schon, oder? Das sind eigentlich die Schwächsten, dachte ich. Das sind eigentlich die Schwächsten, aber die haben alle jetzt inzwischen Nimble und Quick Hands, ey. Das ist echt übel. Wir werden die ganzen High Grounds nehmen müssen. So 60. 60 Orks? Ist der Grund, wie ich das Spiel entdeckt habe. Ja. Ich hatte das vorher schon mal gespielt, ich habe es 2017 mal angefangen, aber da fand ich es sehr, sehr schwer und sehr, sehr unangenehm zu spielen. So, wir werden den Highground hier nehmen auf jeden Fall und den hier unten. Ich denke, wir werden um beide drumherum spielen, wobei wir können wahrscheinlich nicht um beide drumherum spielen. Fällt mir gerade so auf, weil die werden komplett hier drauf krachen. Ah. Aber ich hatte 2 Companies von den Adligen dabei und die Orks waren in 3 bis 4 Gruppen aus 15 bis 20 aufgeteilt, ging es. Kann ich mir vorstellen. So, ist die Frage. Ihr werft bestimmt wieder irgendeine Scheiße, oder? Gegen die will man eigentlich schon was gegen Schilde haben. Gerade mit Nimble noch und so einem Quatsch. Die werden halt super hohe Ausweichchancen haben. Hätte vielleicht eher den Highground nehmen sollen. Da hätte man einen Punkt mehr gehabt. Bin nicht sicher, wie ich das angehen will. Du bist unser Masumoto, ne? Du bist nicht so gut in Defense, dass ich dich da eigentlich reinschicken will. Ich glaube, da würde ich lieber Felix hier reinschicken. Und kann man dich runterschubsen? 82. Fängt ja gut an. Da sehe ich nämlich nicht, was passiert ist.
Ich will eigentlich meinen Highground behalten und benutzen. Aber ich glaube, die werfen mir Sachen an den Kopf, wenn ich da stehen bleib. Ja. Ich will, glaube ich, nochmal kurz... Habe ich nicht drüber nachgedacht. Bevor hier irgendwas entschieden ist. Weil wir haben ja ein Autosave und ich glaube, da darf ich noch kurz umrüsten. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Äxte dabei. Und ich habe ja ein paar Leute, die keine Perks haben. Die auch ein bisschen hitten, die noch keine Waffenperk haben. Du hast zum Beispiel einen Wurfperk. Den kann man einfach mit 64, kann ich meine Axt in die Hand drücken. Statt dem Werfen. Wobei, du wirst halt super spät dann erst dazu kommen. Du hast einen Speerperk, du hast noch keinen Waffenperk und mit 70 kann man dir auf jeden Fall eine Axt in die Hand drücken. So, dann haben wir einen. Dann ist so nur einer unser. Ja, und eine Langaxt habe ich halt nicht. Um auf Entfernung zu splitten. Dann haben wir hier einen und dann tauschen wir mal mit dir. Und dann wirst du wahrscheinlich gar nicht werfen die Runde. Oder doch, weil die erste Runde schon. So. Let's go. Ja, das ist jetzt unangenehm. Das ist ja jetzt unangenehm. Fallen sie alle zuerst dran? Was nehmen die denn Highground ein? Die Handguns sind super mit dem komischen Perk, der 10% Hitchance pro Miss gibt, habe ich rausgefunden. Weil du hitten und missen gleichzeitig kannst. Und weil du viele Misses auf einmal erzeugen kannst, wenn die Gegner gut zusammenklumpen. Oder weswegen? Gehen wir jetzt einfach hier mit denen unten mal kurz die finishen und dann da hoch, würde ich sagen. Finde ich gut. Ja, okay, hier können wir nicht mehr einnehmen. Hier können wir nicht mehr einnehmen. Müssen wir uns ein bisschen zurückziehen hier oben. Ach, jetzt habe ich die aber schon dahingesetzt. Wer bis zu 6 Leute hittest und damit gerne mal 3 Misses und in 4 Hits zu treffen, dann sind wir Mist und deswegen trotzdem noch 20% zusätzliche Hitchance hast. Ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Du wartest kurz, bis der nächste rangerückt ist. So. 54. Yes, Danjuschka, nice. So. 73, leider wieder daneben. So, jetzt rück mal hier ran. Schade. Dem geht's nicht gut. Dem geht's ganz und gar nicht gut, würde ich mal sagen. Da kommt der komische Assassin am rumlaufen. 65, 31. Ja, dann halt dich, ne? Alter Falter. Du musst wieder zurückziehen. Sonst haben wir da ein Problem. Wir warten mal kurz, bis die rangekommen sind vielleicht. Und von dem hohen, dem Highground runter sind. Du wartest bis... Der gesplittet hat. Oh, nice. Wie geil. Das RNG ist mir gerade hold. Das ist nicht ganz optimal. Naja, der verteidigt sich, aber das nützt ihm nicht viel, weil wir splitten ja sein Ding weg. Du wartest entsprechend auch. Du splittest jetzt die Scheiße weg und dann haust nochmal zu. 99 rollt auf 70. So, du verteidigst dich erstmal. Den overwhelmen wir, dadurch trifft er nicht. Sehr gut. Sehr schön. Gehen wir hier hin, damit wir da mehr Buffs geben.
Ja, 39, 54. Bei mir klappt das irgendwie nicht mit dem... Oh, er blutet, sehr schön. Dann sollte er nächste Runde eigentlich sterben. Das hat ja gar nicht funktioniert. Oh, der ist auch schon so gut wie tot. Sehr schön. Geil. Geil, geil, geil. Laufen wir noch hier rüber. Weil es die Single-Use-Wurfspeere sind, die Schild-Damage machen. Ah, ja, okay. Dann sollten wir vielleicht mal so einen Single-Use auf Danushka nehmen. Wäre vielleicht dann mal eine Option. Oh, der hat einen guten Decker. Der hat einen richtig guten Decker. 42, 36, 41. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich den hier unten aufschlitzen. ...52 ist, glaube ich, das höchste, was ich habe aktuell. Kann hier noch einen Schritt ran machen und dem 55 geben. Yes! Nice. Kann hier, glaube ich, noch einen Schritt ran. Habe ich 44? Schade. Oh, ihr swappt, ihr Schweine. Muss ich ihm wieder das Schild wegboxen. Wann war das du? Oh, du bist hier hinten rum laufen, ne? Du wartest auch. Wir wollen das Schild wegmachen. Du wartest auch. Bis Schild weg. Aua. Das ist jetzt doof, ne? Ich hätte lieber rumlaufen sollen und ihn dann angreifen. Ja. So, Schild ist weg. 22, 29. Jetzt wird er immer schlechter. Ja. Jetzt muss er eh in den Nahkampf. Jetzt kann er auch mit splitten. Du verteidigst dich einfach mal ein bisschen. Sehr schön. 66. Finde ich gut. Der kann halt direkt jemanden deathblowen. Das ist nicht so mein Gefallen. Der trifft, glaube ich, auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich wegmoven will jetzt. Ich glaube, du hast nicht so gut Melee-Defense, ne? Ne, 7. Ne, das lassen wir mal. Oh, und der overwhelmt mich, die Sau. Oh, und blendet mich. Was eine Ratte. Bitteschön. Ta. Kannst mich mal. Ich wäre als erstes dran sein, mich zu finishen. Kann ich auch noch overwhelmen. Oh shit. Langsam wird's kritisch, ey. Oh nein. Mein Loot da unten, ey. Dem geht's nicht so gut. Wir gehen da, glaube ich, hier mit rein. Und versuchen, dir das wegzusplitten. Oh shit. 44, 88. Komm schon. Jetzt stirb doch. Bist du noch dran? 67, 40. Kriegen nicht weggestoßen. Das ist keine Ausdauer mehr für irgendwas. Genauso wie du. Ich hab ne echt... Wie die Armor tot ist, die Brothers sich jedes Mal denken, lass mal den Kopf treffen. Ja. Leider Gottes denken die sich das dann. Da war der Kopf fast tot und er trifft halt jetzt die Armor. Ich glaube, Sacred hat auch keine gute Defense, ne? Ne, es hat ja nicht für die Nahkampfsachen gedacht eigentlich. Aber ihr habt echt viel Resolve, das gefällt mir nicht. Weil ich dachte ja, die Runde kriege ich noch hin, ne? Ach komm schon. Scheiße!
Ja, da brennt's jetzt. Du Arsch! Mal Platz machen hier. Ja, pff. Okay, du bist nicht im Nahkampf, ne? Dann kann ich hier rübersteppen. Damit du nicht mehr in dem scheiß Feuer bist. Ja, von dir kann ich jetzt nicht wegsteppen. Und dadurch brenne ich. Ey, scheiße. Halt. Bist du im Feuer? Ja, ne, du bist auch im Feuer. Ja, fuck, ey. Das Feuer ist ein Problem und dass wir die hier ewig nicht tot kriegen, ist auch ein Problem. So, Tilux muss man das Tank ein bisschen übernehmen für ihn. So ein bisschen Last verteilen. Atme mal durch. Sehr schön, ist das weg. Stellen wir uns mal hier mitten rein. Ich glaube, du machst mir einfach gar nichts. Wobei, du hast eine 60er Wahrscheinlichkeit. Ja, sehr gut. Ach, wieder den Kopf getroffen. Du triffst einfach den scheiß Körper und dann ist er tot. Er hat keine Ausdauer mehr, um rauszugehen. Fuck. No. Hä? Sono heißt died. Schon wieder Sono, weil er verbrannt ist. Ach, Mann. Fuck. Moment, du kriegst nochmal Feuer. Du hast doch schon Feuer abgekriegt, die Runde. Och, Mann. Jetzt ist. Ich will laden. Das ist scheiße. Sohne und unser Bannerlord. Der Bannerlord ist so gut. Ich lade die Scheiße. Das eine Neuladen gönne ich mir. Könnt mich mal.